Dort naht sie, die Göttliche, der wiegende Gang. Dort naht sie, die Göttliche, der wiegende Gang. Mama. Dort naht sie, die Göttliche. Aber bleibt denn diese Gans? Inspizient! Herr Direktor, das lasse ich mir nicht bieten. Konstantin, schrei nicht! Wer schreit hier? Ich schreie? Ich frage nur in aller Ruhe, wo ist Frau Falotti? Legen Sie sich ins Bett! Man kann mir doch nicht zumuten, hier stundenlang auf meine Partnerin zu warten. Hier ist ein Operettentheater, hier wird nicht gebrüllt. Hier wird ausschließlich gelacht, getanzt und fröhlich gesungen. Stehen Sie doch hier nicht so herum, wie eine Tannhäuserkulisse. Suchen Sie mir lieber die Falotti. Herr Direktor, das ist als rechte Hand von Herrn Konstantin nicht meine Aufgabe. Außerdem wird Frau Falotti nicht mehr singen. Was heißt das? Weil sie eine Millionenerbschaft gemacht hat unter der Bedingung, dass sie nie mehr wieder auftritt. Bitte, hier steht schwarz auf weiß in der Zeitung. Interview mit der Millionenerbin. Die Sängerin behauptet zwar, dass der Verstorbene sie als ständiger Besucher des Palladiums sehr verehrt habe. Nach uns vorliegenden Meldungen soll er sich jedoch häufig über ihre falschen Töne geärgert haben. Das ist gut. Da war er bestimmt nicht der Einzige. Ja, aber der Falotti war es wohl überhaupt schwer, der Einzige zu sein. Was, Direktor? Weiß doch das. Herr Direktor, bei dieser günstigen Gelegenheit könnte ich... Nein, das ist auch so eine nervenzersägende Idee von dir, dir einen Manager zu nehmen, der selbst zur Bühne möchte. Schaffen Sie mir lieber für die Falotti Ersatz. Walten Sie Ihres Amtes. Ich werde also vorsprechen. Nein! Ich werde also vorsprechen bei Janine Rocca. Und das ist eine geniale Idee. Das ist doch ein Unsinn. Das macht sie doch nicht. Ja, weil du ihr die letzte Gage schuldig geblieben bist. Ach, jetzt hab ich noch Schuld an allem, was? Ja? Dabei hast du das Mädel so gut wie auf dem Gewissen. Ich? Ja, natürlich, du ganz allein. Gage. Gage kann jeder einmal schuldig bleiben. So ein kleines Versehen, aber einer Frau den Kopf zu verdrehen und sie dann sitzen zu lassen, das ist unverzeihlich. Völlig gebrochen war das arme Kind. Sie hat furchtbar darunter gelitten. Ja, dann ist das arme Kind völlig gebrochen, ohne Gage, weggegangen und hat eine Riesenkarriere gemacht. Na und, hätte sie sich vielleicht umbringen sollen, deinetwegen. Etwas muss der Mensch doch tun in seinem Schmerz. Aber was du der Rocca angetan hast, das bringt mich heute noch an den Rand der Verzweiflung. Herr Direktor, bei dieser günstigen Gelegenheit... Nein! ...möchte ich sagen, dass ich an Janine Rocca ein Blitz-Telegramm abgeschickt habe. Was? Völlig! Ich jetzt endlich das Antworttelegramm anhören. Es sind 47 Worte, jedes eine vergiftete Dolchspitze. Der Sergius geht ein, wenn er das liest. Dem hätte ich ja auch noch einiges zu sagen. Aber wo, das wird viel zu teuer, dass der ganze Sergius Konstantin nicht wird. Eben. Deswegen werde ich es ihm auch persönlich sagen. Was, du willst doch nicht etwa... Doch, aber ich fahre ja nicht zu ihm. Ich fahre zu Benjamin, ins Palladium. Wenn Sergius zufällig dort singt... Das ist Schicksal. Also Janine, wenn du das tust, dann bin ich die längste Zeit deine Sekretärin gewesen. Hast du Angst vor Otto Pfennig? Hm? Angst vor dem? Der ist Luft für mich. Und ohne Luft kann man leben. Jedenfalls, wenn ich ihn sehe, dann werde ich ihm so Bescheid geben, dass er mich nie mehr für dümmer hält, als ich bin. Das ist doch ausgezeichnet. Das fahren wir also. Das heißt, du fliegst, mein Engel, du fliegst voraus. Ach, das noch. Schätzchen, ist ja notwendig, du musst eine Menge Vorbereitungen treffen. Denn weißt du, privat möchte ich so wenig wie möglich mit Sergius zusammenkommen. Dafür küsst er dich dann desto öfter auf der Bühne. Ha, ich werde schon dafür sorgen, dass ihm die Lust dazu vergeht. Sag einmal, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich nur so viel für ihn empfinde. Deshalb fährst du ja auch ins Palladium. Sergius ist mein Partner, sonst nichts. Du, weißt du, was vielleicht gut wäre? Wenn du überall das Gerücht verbreiten würdest, ich wäre anderweitig ganz festgebunden. Also, wie ich deinen Sergius in Erinnerung habe, wird ihn das wenig stören, es sei denn, du hast diesen Verehrer immer bei dir. Das ist eine verführerische Idee. Ah, so weit möchte ich mich doch nicht festlegen. Weißt du was? Ich werde ganz einfach einen Mann erfinden, natürlich ohne genaue Einzelheiten zu verraten, wie ihn sich eine verwöhnte und anspruchsvolle Frau erträumt. Gehorsamsten Dank für das Kompliment. Ich bin sehr glücklich, Eure Exzellenz zufriedengestellt zu haben. Ja, das haben Sie wieder einmal ausgezeichnet gemacht, lieber Baron. Es war allerdings diesmal etwas komplizierter als sonst. Die Dame bevorzugte Chanel Nummer 5, ne? Jawohl. Und sämtliche übrigen Damen Ihres Amtes auch. Ah. Ja, wenn ich noch jünger wäre, würde ich mir Ihr diplomatisches Geheimrezept geben lassen. Es ist ein Allerweltsrezept, Exzellenz. Normalerweise betreibt man Liebe... mit ein bisschen Diplomatie. Ich mache es umgekehrt. Ich betreibe Diplomatie mit etwas Liebe.
Das ist mein ganzes Geheimnis. Sie sind ein Filou. Aber wie schon gesagt, ich bin außerordentlich zufrieden mit Ihnen, lieber Baron. Und damit Sie sehen, wie sehr ich Sie schätze, habe ich für Sie eine besonders wichtige Mission. Ich dachte, einen Erholungsurlaub, Exzellenz. An Ihrem letzten Auftrag gemessen, für einen Mann wie Sie, ein Vergnügen. Ihre Verhandlungspartnerin ist diesmal bildschön. Allerdings auch sehr klug. Hier sind die Unterlagen. Oh, eine Frau, die es zur Staatssekretärin gebracht hat. Mhm. Interessant. Ja, sie ist wirklich charmant und das verpflichtet Sie verstehen. Durchaus, Exzellenz, aber... Ihre Aufgabe besteht einmal wieder darin, Sympathien zu erwerben, persönliche Sympathien. Wir brauchen eine offene Tür zum Herrn Außenminister von... Sie sehen ja, was dort steht. Und die Staatssekretärin ist seine Nichte. Gewinnen wir sie für unsere Absichten, so finden wir auch bei Ihrem Onkel ein geneigtes Ohr. In vertraulichen Gesprächen? In sehr vertraulichen Gesprächen. Verstehe, Exzellenz, aber... Ein Liebesdienst? Fürs Vaterland. Zu Befehl, Exzellenz. Ich habe schon alles angeordnet und Ihnen einen Schlafwagenabteil besorgen lassen. Für Ihren Wagen, den können Sie ja dann vorausschicken. Gehorsamsten Dank, Exzellenz. Warten gewiss auf den Herrn. Ich bitte tausendmal um Verzeihung, meine Damen. Die Fahrkarte, Herr Baron, Ihre Mappe und das Nähzeug. Danke. Versprich mir, dass du dir von keiner anderen Frau mehr einen Knopf annähen lässt. Ich verspreche es. Wirst du mich nie vergessen, Julia? Nie? Immer an mich denken? Nur an dich. Keine andere lieben? Keine. Einsteigen! Oje! Also? Auf Wiedersehen. Wiedersehen! Hallo, hallo! Denise, ich bin untröstlich. Wirst du mich nie vergessen, Julia? Niemals. Immer an mich denken. Nur an dich. Keine andere Liebe. Keine. Wiedersehen, Denise. Wiedersehen. Wirst du mich nie vergessen, Georgien? Niemals. Immer an mich denken? Nur an dich. Keine andere Liebe? Keine. Wiedersehen, Helene. Wiedersehen. So ein Filou. Schein trügt, Madame. Die Damen waren samt und sonders zärtlich liebende Cousinen. Nee, der Dialog klang ja auch kolossal verwandt. Wirst du mich nie vergessen? Julien, Verzeihung, Julien de Costa.
immer an mich denken. Nur an dich. Die dritte Frage ist mir zu gefährlich. Schade. Gerade darauf hatte ich mich besonders gefreut. Oh, ach, jetzt ist der Knopf an. Ja, das sehe ich. Da müsste man Nadel und Faden haben. Ach, zufällig alles dabei. Ach, wie nett, ein Nähzeug. Sie haben wohl öfter Schwierigkeiten mit Ihren Knöpfen. Mitunter, aber niemals so gern wie heute. Darf ich mal? Ich glaube, ich bin geschickter im Einfädeln. Herzlich willkommen, Dorchen. Dich gibt's also auch noch? Ja, danke gut. Ich habe alles vorbereitet. Abendessen in meiner Wohnung. Meine Couch steht dir zur Verfügung. Du wohnst selbstverständlich bei mir. Und eine neue Harmonika in F habe ich auch. Ich befürchte, das wird nicht gehen. Wieso wird das nicht gehen? F passt doch zu jeder Tonart. Deine Tonart hat mir noch nie gepasst. Ich wohne selbstverständlich im Hotel. Ist ja noch immer böse wegen der Platzanweiserin von damals? Lächerlich. Aber das eine kann ich dir sagen. Dieses Mal werdet ihr uns nicht mehr an der Nase herumführen. Wir? Na ja, dein Herr Konstantin ist genauso ein... Dorchen? So einer wie du. Ist das Ihr Gepäck? Ja, und darum... Ihr Gepäck hat 82 Kilo Mehrgewicht. Ach, das dürfen Sie nicht so schwer nehmen. Warum auch? Es sind 82 Mark nachzuzahlen. Eben. Wollen Sie das übernehmen für die Dame? Aber mit dem größten... 82 Mark? Sieh, die geht aber stark vor. Dorchen, wie kann man denn so viel Gepäck haben? Das ist doch bestimmt wieder die Hälfte Mist dabei. Das Gefühl habe ich auch. Oh. Komm runter, du Depp. Ach, Dorchen, sei doch nicht immer so stachlich zu mir. Du musst wissen, dass wir nicht mehr den geringsten Wert auf euch legen. Die Zeiten sind vorbei. Wie darf ich das verstehen? Wie es gemeint ist. Janine und ich sind seit langem bestens versorgt. Ist mir sogar recht, wenn sie bereits anderweitig gebunden ist. Offensichtlich. Aber ich finde es taktlos, ihre Sekretärin mit solchen Fanfarenstößen vorwegzuschicken. Und wer holt sie ab? Du? Ich? Oder wir beide? Müssen wir wohl. Was für Blumen, Rosen? Passen zwar wunderbar zum Titel unserer Operette, aber rote scheinen unter diesen Umständen etwas deplaziert zu sein. Ja, mal sehen, ob ich wohl einen Strauß Brennnesseln auftreiben kann. Janine! Ich bin beglückt. Ich bin beglückt. Wir sind beglückt. Willkommen, Janine. Das liebe alte Gaudergesicht. Sergius hat sich auch überhaupt nicht verändert. Ja, doch. Oh Gott, wie unhöflich von mir. Bitte darf ich bekannt machen, Direktor Bargeny. Das ist Baron de Costa, Sergius Konstantin. Sehr. Sie wissen doch. Herr Julien, ich habe Ihnen doch erzählt. Ah ja, richtig. Bitte verzeihen Sie. Ja, Baron de Costa ist nämlich Diplomat. Ja, da denkt er vielleicht, wirklich, wir sind nur Kollegen. Haltung. Das ist eine ganz überflüssige Bemerkung. Fahrer und Dienstwagen zur Stelle, Herr Baron. Ah, Tag, mein Lieber. Bitte bring mein Gepäck und das der gnädige Frau ins Hotel Savoy, ja, hier im ersten Abteil. Hallo. Merken Sie was? Man hält sie für meinen Verehrer. Wozu ich mich nachdrücklich zu qualifizieren gedenke. Ein schönes Paar. Ja? Na, dann lass ihn doch singen. Janine? Im Savoy stiegen ab Baron de Costa, Militärattaché von San Maroni. In seiner Begleitung die Operettensängerin Janine Rocca. Der Herr Attaché scheint ein Windhund zu sein. Exzellenz hatten vorgesehen, Baron de Costa um 12.30 Uhr zu empfangen. Ja, aber ich halte es für angebracht, dass wir ihm vorerst noch ein wenig die kalte Schulter zeigen. Du, sein Gesicht hättest du sehen sollen. Das war einfach hinreißend in seiner stummen Enttäuschung. Sag mal, und dieser Baron de Costa Rica, oder wie er heißt, spinnt sich da etwas Ernstes an? Oder hast du nur für deinen Zweck missbraucht? Was heißt missbraucht, Dorchen? Ich missbrauche doch keine Männer. Das ist bezaubernd. Außerdem passt er genau in meine Rechnung. Um Sergius Konstantin eifersüchtig zu machen. Du liebst ihn also noch immer. Die Illusion habe ich ihm gründlich genommen. Dafür hat sie jetzt dieser Baron de Guatemala. De Costa, Julien de Costa. Sag ich doch, irgend so ein kalter Kaffee. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Zwei Freunde wie wir, die sorgen dafür, dass Freundschaft ein Leben lang hält. Wir teilen die Freude, wir teilen das Leid,
und all unsere Wege, die gehen wir zu zweit. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Wenn der Himmel mal grau ist und die Stimmung sehr flau ist, komm zum Freund, der es ehrlich meint, und die Sonne, sie scheint. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Zwei Freunde wie wir, die sorgen dafür, dass Freundschaft ein Leben lang hält. Wir teilen die Freude, wir teilen das Leid und all unsere Wege, die gehen wir zu zweit. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Und sonst nirgendwo auf der Welt. Abgeblitzt. Warum, sag mir doch, warum träumst du von dem anderen? Nicht dem, den anderen. Hab ich dem gesungen? Warum, sag mir doch, warum träumst du von den anderen? Warum, sag mir doch, warum träumst du nicht von mir? Sergius, etwas entgegenkommender in der Haltung. Und Janine, noch anschmiegsam. Ganz genau wie ich, ich liebe dich. Und du liebst mich. Wie könnte es auch anders? Schnellen Fußes bin ich hierher geeilt, um die letzten Grüße des Grafen Fjodor Fjodorowitsch Sergej Waskrasinski zu übermitteln. Also, durch den Bühneneingang mich von niemandem aufhalten lassen, bis zu Frau Rocker vordringen, ihr unter allen Umständen die Blumen persönlich überreichen. Ja, weiter. Ihr unter allen Umständen die Blumen persönlich überreichen und, mit einer besonderen Empfehlung vom Herrn Baron. Gut, ab. Herr Baron, brauchen den Wagen nicht selbst? Nein, nein, ich gehe noch ein bisschen spazieren. Sehr gesund, soll sehr gesund sein, Herr Baron. So. Mahlzeit? Moment, Herr General. Ah, Blumenfirma Rocker. Na, hier muss mal her. Ich bin schon der Trennste hier weg, Haus. Bedauere aber Auftrag, die Blumen persönlich abzugeben. Ah, muss man respektieren. Also durch die Eisentür links und dann immer den Nase nach. Danke. Jetzt Otto Pennig zum ersten Mal in diesem Theater. Was? Du hast den Alten rumgekriegt? Wie hast denn das geschafft? Der weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ich habe den Inspizienten bestochen. Hat mich eine Menge Geld gekostet, aber was tut der Mensch nicht alles für seine Karriere? Für eine tragende Rolle. Na hör mal, das sind doch die Titelrosen. Was sind das? Die Rosen aus dem Süden. Kannst du denn deinen Text schon? Natürlich, ganze Nacht studiert. Schnellen Fußes bin ich hierher geeilt und die letzten Grüße des Grafen... Text an der Kasse. Ja, mit mal.
letzten Grüße des Grafen Feodor Fedorowitsch Sergei Waskrasinski zu übermitteln. Das ist auch eine große Rolle. Er ist nicht mehr. Punkt. Dorchen, lach nicht. Bei dem Pfennig nicht ehrlich. Dorchen, hör mal. Wo bleibt denn der Idiot mit dem Rosenstrauß? In der Hoffnung, mich zu stören mit den besten Empfehlungen von Baron de Costa. Was reden Sie da für einen Blödsinn? Verzeihung, aber so hat es mir der Baron aufgetragen. Baron? Was für ein Baron? Hier gibt es keinen Baron. Sie sind der Diener des Grafen Fedor Fedorowitsch Sergei Waskrasinski. Er ist kein Graf, sondern Baron de Costa. Der ruiniert mir noch die ganze Operette. Wo bleibt da der Strauß? Da ist er ja. Aber nicht der Rosenstrauß. Der Johann Strauß. Vielen herzlichen Dank und schönen Gruß an den Baron. Bitte entschuldigen Sie, das war wirklich nicht vorgesehen. Die Blumen sind für mich privat. Jetzt habe ich aber genug. Schluss, Schluss, Schluss. Lieber Direktor, ich muss dich leider bitten, dafür zu sorgen, dass das Privatleben der Solisten nicht die Probenarbeit stört. Herr Geil, und die letzten Grüße des Grafen Fiona Förbis, Sergei Waskrasinski zu übermitteln. Er ist nicht mehr. Ach, entschuldigen Sie, ich bin hier fremd. Wo geht's denn da raus? Kommen Sie, ich werde es Ihnen zeigen. Danke vielmals. So, nun können Sie sich nicht mehr verlaufen. Danke vielmals. Moment. Ja? Ich werde Sie ein Stück begleiten. Sehr freundlich, danke schön. Also, Heute Abend, sagen Sie, muss es denn immer gleich sein? Wir sehen uns doch noch öfter. Kann ich ganz verstehen. Geradeaus sagten Sie, oder wo? Wir wohnen doch im gleichen Hotel, nicht wahr? Aha, darf ich? Aber um Gottes Willen doch nicht hier, wenn das jemand sieht. Pardon. Aha. Na und? Messalina. Willst du mir bitte sagen, wohin das führen soll, wenn jeder seine Verehrer oder Verehrerinnen gleich mit Blumen auf die Bühne bestellt? Schrei nicht. Ich habe noch nie einen Verehrer gebeten, mir Blumen auf die Bühne zu bringen. Das war doch inszeniert, nicht wahr? Das war doch als Provokation gedacht. Sie, sagen Sie dem Direktor, ich bin heute nicht mehr imstande, auch nur einen Ton von mir zu geben. Bravo. Was? Gestatten Sie, Meister, meine Chance. Herr Direktor, ich soll Ihnen von Frau Rocker bestellen, dass sie heute nicht mehr imstande ist, einen Ton von mir zu geben. Kontulan, Vorhang. Nein, bitte, nicht Vorhang. Bei dieser günstigen Gelegenheit, Herr Direktor, bitte, geben Sie mir eine Chance, eine. Das höre ich schon seit Jahren. Danke. Herr Kapellmeister, den Butzemann Boogie. Butzemann Boogie? Was ist das? Der Biba Biba Butzemann tanzt immer, wo er tanzen kann. Und ist der Raum auch noch so klein, das Tanzen lässt er niemals sein. Was auch geschieht, er dreht sich mich, hört ja nur Rhythmus und Musik. Die Biba Biba Butzefrau, die ist natürlich auch so schlau und tanzt, wo sie nur tanzen kann. Die geliebte Butzemann, was auch geschieht, sie dreht sich mit, hört sie nur Rhythmus und Musik. So tanzen beide, mit wahre Freude. Mein Liebling durch das Leben, ja, das Biba, Biba, Butzebar, ganz immer wieder wunderbar. Ob Sonnenschein, ob Wolkenbruch, es liegt vom Tanzen nie genug, was auch geschieht. Es dreht sich mit, wenn es nur Rhythmus und Musik. Thank you.
Mit der Nummer sind wir noch frei. Werden Sie auch bleiben. Danke. Das hier ist ein Pariser Modell, Exzellenz. Einmalig? Selbstverständlich, davon existiert nur ein einziges Paar. Sehr apart. Die nehme ich, vorausgesetzt sie passen. Ich hole die Schlüssel. Du, komm mal her. Ja? Schau mal, sind die nicht süß? Sehr hübsch, ja. Ach, bitteschön, könnte ich diese Schuhe eventuell bei Ihnen bestellen? Ist gar nicht notwendig, mir Frau. Ich schicke Ihnen dieses Paar sofort auf Ihr Zimmer. Na, hoffentlich passen Sie. Dankeschön. Merci, Exzellenz. Auf Wiedersehen. Au revoir. Hoffentlich bleibt es Ihrer Exzellenz verborgen, dass es außer diesem Paar noch ein zweites gibt. Ich darf gar nicht daran denken, dann sträuben sich mir die Haare. Aber geschehen ist geschehen. Madame, würden Sie bitte so freundlich sein, das einen Moment halten? Gerne, aber warum? Eine kleine Lebensrettung. Eine Lebensrettung? Ja, Sie werden es gleich erleben, Madame. Bitte schön. So. Ja. Komm. Komm, ja, ja. Oh, das kleine Kätzchen, brav. Das ist ja schon gut. So, schön sitzen bleiben. Sitzen bleiben. So, danke Ihnen vielmals. Sie waren sehr liebenswürdig, meine Herren. Gern geschehen, für einen guten Zweck immer. Nein, wirklich. Es war ganz besonders tierlieb. Danke Ihnen vielmals. Ach ja, natürlich. Bitte um Verzeihung. Ich. Ach du. Morgen, Hila. Bonbons. Schon faul. Brauchst du schon wieder einen 50er? 50er? Hila, diesmal geht's um mehr. Also mehr habe ich überhaupt nicht. Wer spricht denn vom schnöden Mammon? Hila, es geht um die Liebe. Oh. Bei euch wohnt doch die Rocca mit ihrer reizenden Sekretärin. Na und? Und du weißt doch schon von früher her, dass mein Chef Sergius Konstantin ein Auge auf sie geworfen hat. Was heißt eines? Diesmal sind's ja beide. Na und? Und dann wohnt hier noch ein gewisser Baron de Costa. Na und? Und du machst mich wahnsinnig mit dem und. Und den müssen wir etwas unter die Lupe nehmen. Ich muss nämlich ganz genau wissen, ob der abends... Du wirst doch nicht von mir verlangen, dass ich hier unsere Gäste bespitzel. Bespitzel? Was du manchmal für Ausdrücke hast, Hila, du sollst wachsam sein. Wozu gibt's denn Schlüssellöcher im Hotel? Das ist wohl wahnsinnig. Aber Hila, du kannst doch deinem kleinen Bruder einen großen Gefallen tun. Ah, das muss ich mir doch sehr überlegen. Da gibt's doch nichts mehr zu überlegen, ist eine Selbstverständlichkeit. Du machst mich wahnsinnig. Bitte hör auf zu sprechen, wenn ich mit dir sauge. Hör auf zu saugen, wenn ich mit dir spreche. Das Wichtigste kommt doch erst. Dieser Baron hat einen Chauffeur und... Und? Und der will mir mein Dorchen wegschnappen, dieser Rosenträger. Aber ich schade dir bei mir... Moment, halt mal. Ja, du bist gut, was? Otto! Was machst du denn hier? Ich warte auf den Lift, warte ich. Hier ist doch gar keiner. Ja, so, ich... Adrum. Otto, du kannst ruhig hereinkommen, ich bin im Badezimmer, ist niemand hier. Aha, so ist das also. Warum gehst du denn nicht? Otto! Hörst du nicht? Dein Lift ruft.
Nein, Dorchen, bitte, lass dich von mir auf. Du Trank! Wie schön, dass Sie doch noch proben wollen. Ist die Stimme wieder da? Nur noch nicht ganz, aber Sie wissen doch, Direktor, für Sie tue ich alles. Es ist ja bei mir nur das, wenn ich mit amusischen Menschen zusammentreffe, das regt mich so auf, das schlägt sich sofort auf die Stimme. Moment, ging das etwa auf mich? Aber Kinder, bitte, bitte nur nicht streiten. Seid doch froh, dass wir wieder hübsch zusammen sind. Und stellt euch mal schön nebeneinander. Kapellmeister, warum? Sagt mir doch, warum? Inspizient, Sergius. Jetzt legst du liebevoll deinen Arm um Janine. Und stimmlich? Markiers. Kapellmeister! Warum, sag mir doch warum, träumst du von dem anderen? Verzeih, wenn du schon falsch singst, tritt mir doch wenigstens nicht auf den Fuß. Ich singe falsch? Das ist ja die Höhe. Du merkst es bloß nicht. Du kannst ja nicht einmal auf eigenen Füßen stehen. Du kannst vielleicht mit deinem Fatzken da reden, aber nicht mit mir. Bitte mäßige dich. Was soll ich? Mäßige deine Ausdrücke. Baron de Costa ist kein Fatzke. Proben wir nun oder proben wir nicht? Wenn du schon so freundlich fragst, ob wir proben oder nicht proben. Ich probe nicht. Sergius. Hallo. Sergius. Tarara. Hallo, hallo. Ich verbinde Sie mit dem Staatsamt des Äußeren. Oh, guten Morgen, Legationsrat. Jawohl, jawohl. Hier Baron de Costa, Militärattaché von San Marino. Oh, Verzeihung, Herr Legationsrat. Glatt abgesoffen. Bitte? Ja, wieso von Bord? Aber nein, ich spreche aus der Bade. Aus der Bar. Bar. Bah. Aus der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Herr Legationsrat. Jawohl, doch, wir haben eine Filiale hier im Hotel. Regnet es da? Ich meine, regnet es bei Ihnen durch oder was plätschert da sonst so überaus erstaunlich? Wieso? Aber nein, durchaus nicht, nein. Ah ja, vorhin hat es ein bisschen durchgeregnet, aber das ist Gott sei Dank vorüber. Jawohl? Jawohl, Herr Legationsrat, stehe ganz zu Diensten. Das ist ja wohl, wenn ich nicht irre, Zweck Ihres Hierseins, Baron de Costa. Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Exzellenz Sie um 11 Uhr im Staatsamt des Äußern zu empfangen wünscht. Au revoir. Au revoir, Herr Legationsrat. Au revoir. Charmant, charmant. Bitte? Verzeihung, das Frühstück, Herr Baron. Oh, danke. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Ich bin gleich soweit. Haben Herr Baron sonst noch einen Wunsch? Schon. Aber heute lieber nicht. Dankeschön, mein Fräulein. Wiedersehen. Sag mal, du willst wohl heute überhaupt nicht aufstehen. Uh-uh. Es ist bereits 10 Uhr. Uh-huh. Also, wenn du ganz ehrlich bist, musst du zugeben, dass du Unrecht hast. Uh-huh. Der Sergius war mit Recht empört. Ja. Dein Benehmen wird mir langsam unerklärlich. Bei aller Freundschaft kannst du mir sagen, warum... du das Engagement bei Bargeny angenommen hast, du hast doch gewusst, wer und was uns hier erwartet. Mhm. Du ernsthaft, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich will. Der Sergius gefällt mir eigentlich besser denn je. Nur seine ewige gekränkte Eitelkeit, das macht mich wahnsinnig. Aber das ist doch Eifersucht, ist doch ganz klar. Du schürst sie doch bei jeder Gelegenheit. Ja, habt ihr ja gesagt, ich weiß nicht, was ich will. Janine, es ist 10 Uhr, ich flehe dich an. Ja, ich weiß und ich bin noch nicht auf der Probe. Das hast du aber doch noch nie gemacht. Weil ich brüllt der arme Sergius jetzt schon wie ein Stück. Wie gesagt, sie kommt nicht. Deine Rocker. Wieso meine? Ich denke, es ist deine Rocker. Aus. Jetzt habe ich nur noch eine Frage an dich. Bist du ein taktvoller Mensch? Ich bin Theaterleiter. Trotzdem, hör dir das mal an. Glaubst du im Ernst, dass ich das jetzt noch sehen werde? Warum, sag mir doch warum, träumst du von dem anderen? Warum, sag mir doch warum, träumst du nicht von mir? Aber lieber Freund, das ist doch die Nummer. Das soll ich jetzt noch singen? Wo schon die ganze Stadt weiß, dass sie mit dem anderen im Savoy Hotel Bett an Bett... Unsinn, höchstens Wand an Wand. Egal. Ja, das ist nicht egal. Das Savoy Hotel ist dafür bekannt, dass es sehr dünne Wände hat. Streichst du also die Nummer oder nicht? Oder nicht, eher streiche ich die ganze Operette. Bitte! Was heißt das? Bitte! Seid ihr denn beide so vernagelt, dass ihr nicht einseht, dass ihr das Liebespaar werden könnt?
Ich mit dieser hysterischen Person? Auf der Bühne, meine ich. So etwas wie euch zwei hat es ja seit Lilian Harvey und Willy Fritsch nicht gegeben. Bitte, bitte. Mir wäre das schon möglich, aber Janine hat nicht das leiseste Gefühl. Sie hat kein Herz. Aber Unsinn. Erinnert euch doch nur, was das Publikum vor 4 Jahren noch aufgeführt hat, euretwegen. Millionen Tränen sind versickert im Parkett, euretwegen. Ränge und Logen mehrfach durchfeuchtet, euretwegen. Und damals war Janine noch eine Anfängerin. Heute? Heute hat Janine ein Herz so groß. Ja, das stimmt. Also heute wird es euretwegen eine Überschwemmung geben. Selbstverständlich, ja? Erinnert dich, was das Publikum vor 4 Jahren aufgeführt hat. Das Publikum hat getobt, euretwegen. Während es immer mein heißester Wunsch war, einmal im Rampenlicht der Bühne meinen letzten Atem zu verhauchen, während ich immer für das Theater, die hehre Kunst, das unveräußerliche Erbe einer Neuberin, mein ganzes Dasein opfere. Bewegt sich euer Geist nur in den dumpfen Niederungen der Eifersucht, lediglich von profanen Forderungen auf Vorschuss oder Streichung unbequemer Texte unterbrochen? O weinet, weinet ihr Musen, wenn ihr seht, wie ich darunter leide. Herr Direktor, das Frühstück. Endlich! Was wetten wir, dass Sie jetzt im Augenblick mit diesem... Baron de Costa. Ich lasse bitten. Ihre Exzellenz lassen bitten. Ich freue mich. Sie lieben Kätzchen, wenn ich nicht irre. Nicht nur, Exzellenz. Ich kann nur hoffen, dass dieses Kätzchen meinen Auftrag nicht belastet. Kaum. Hierzulande pflegt man die kleinen, aber liebenswerten Schwächen nicht gerade zu bestrafen. Danke, Gehorsams Exzellenz. Wenn Exzellenz gestatten, darf ich jetzt mein Beglaubigung schreiben. Pardon. Dort vielleicht. Aber, ach. Oh. Das tut nichts zur Sache, pardon. Bitten darf. Ich glaube, wir können das Gespräch beginnen. Was heißt hier können? Du musst. Herr Konstantin liegt zu Hause auf der Couch, isst nicht, trinkt nicht, will von Liebe nichts wissen, der verfällt. Von mir ganz zu schweigen. Du musst rausfinden, warum die Rocker nicht zur Probe erschienen ist. Vor allem muss ich wissen, ob der Baron bei ihr am Zimmer hockt. Unsinn, der ist doch drüben im Staatsamt des Äußeren. Wie reizend. Schon wieder? Jetzt sprich dich endlich einmal offen mit ihr aus. Eine schwierige Aufgabe. Gewiss. Zumal meine kleine Republik unter diesem Frauenüberschuss ausgesprochen leidet. Kennt man das ungefähre Verhältnis der weiblichen zur männlichen Bevölkerung? Genau. 3:1. Wie? Auf 3 Frauen kommt nur... Und dagegen lässt sich nichts unternehmen? Oh, wir haben alles versucht, was in unseren Kräften stand, Exzellenz. Aber die Verhältnisse wachsen einem einfach über den Kopf. Die Verhältnisse? Die Probleme... Und was erwarten Sie sich von mir? Exzellenz, dieses Jahrhundert steht im Zeichen der Gleichberechtigung der Frau. Aber diese Gleichberechtigung hat ihre Konsequenzen. Die einem europäischen Bündnis durchaus zugeneigte gegenwärtige Regierung meines Landes sieht sich demnächst Wahlen gegenüber. Diese könnten allerdings entsprechend dem hohen Frauenüberschuss meines Landes zu ihrem Sturz führen. Ja. Unsere Frauen sind strikte dagegen, dass gerade die kräftigsten Teile der männlichen Bevölkerung zur Ableistung gesamteuropäischer Übungen außer Landes gehen. Oh, pardon. Allerdings scheinen die verheirateten Reservistenjahrgänge gerade darin den besonderen Reiz des europäischen Gedankens zu erblicken. Danke, Gehorsamst. Verzeihung. Jedoch, die Mehrzahl unserer Wählerschaft besteht aus Frauen. Erfüllen wir Ihnen Ihr dringliches Anliegen, Ihren Männern nicht nur mit dem Herzen nahe zu bleiben, sind wir Ihrer Stimmen 100%ig sicher. Mit anderen Worten also, San Maroni möchte zwar die Hilfe Europas in Anspruch nehmen, sich der Pflichten aber so weit als möglich entziehen. Exzellenz, ich spreche für die Frauen meines Vaterlandes. Mit sehr viel Wärme, Baron, unbestreitbar, mit sehr viel Wärme. Sie selbst sind... Unverehelicht, Exzellenz, und daher vollkommen objektiv. Die Wünsche Ihres Landes sind begreiflich, aber so überraschend, dass sie reiflich überlegt werden müssen. Ich werde aber schon im Hinblick auf die Wahlen noch heute einen Kommentar diktieren und diesen mit Ihrer Demarche dem Herrn Außenminister unterbreiten. Oh, wenn Exzellenz gestatten, dass ich
Schon der Gedanke, dass eine Dame allein eine Arbeit solchen Umfanges, wenn ich mich zur Verfügung halten dürfte. Oh, es ist mir der Knopf abgegangen. Aber das macht nichts. Ich bin für solche Fälle versehen. Wir können das kleine Malheur gleich regulieren. Exzellenz? Der Herr Attaché hat leider den Knopf verloren. Sorgen Sie dafür, dass er ihm angenäht wird. Oh. Ich verstehe, Exzellenz. Sergius hat sich geändert, ja? Das will ich glauben. Aber dass er, wie ich heute nicht auf die Probe gekommen bin, weder gebrüllt noch sonst irgendwas für sich herausgeschunden haben soll, das ist hübsch. Das gefällt mir. Stellen Sie sich vor, er steht vor meinem Schreibtisch, trommelt mit beiden Fäusten, wie ein Gorilla die behaarte Brust und stöhnt, ich habe Schuld. Ich habe Schuld. Das ist doch reizend. Janine, ich, Ihr Direktor, werfe mich auf mein morsches Knie und flehe Sie an. Lassen Sie diesen Julien de Costa sausen. Und dann? Und dann? Dann rufen Sie Konstantin an. Ich weiß, wie fieberhaft er auf Ihren Anruf wartet. Natürlich wird er sich verstellen und so tun, als sei er noch empört. Bitte nicht irritieren lassen. Ihm diese Chance geben, Komödie zu spielen. Reden Sie mit ihm wie mit einem großen Kind. Ja, hallo, wer spricht? Hallo, Sergius, da bist du ja. Na, was habe ich gesagt? Triumph, Triumph! Also, Janine ist ohne jede Übertreibung seelisch zerfetzt. Bitte bleibe zu Hause. Sie fiebert förmlich nach einer Versöhnung. Sie ist entschlossen anzurufen. Natürlich wird sie sich verstellen und so tun, als sei sie noch empört. Bitte nicht irritieren lassen, ihr diese Chance geben, Komödie zu spielen. Rede mit ihr wie mit einem großen Kind. So. Hat sie also eingesehen, dass sie sich schlecht benommen hat? Was heißt schlecht? Unqualifizierbar. Einem Sänger von meinem Können zu sagen, er singe falsch. Sergius, wenn du mich sehen würdest, ich, dein Direktor, knie vor dir nieder und flehe dich an. Großmut, Großmut. Er ziert in jedem Fall den Sieger. Gut, ich will sehen, was sich machen lässt. Aber wehe, wenn er dieser Fatzke noch einmal Blume schickt. Wiedersehen. Jetzt schon wieder los. Janine! Na, erwartetest du mich scheinbar nicht. Macht aber nichts. Wir wollen auch den Schein vermeiden, Janine. Wenn wir proben wollen, bitte aber bei Licht. Womit wollen wir anfangen? Mit Hennessy. Den habe ich früher auch immer schon gern bei dir getrunken. Ich schlage vor, wir beginnen mit dem Duett aus der zweiten Szene des dritten Aktes. No, Remy. Ach, wenn schon, dann was ganz anderes. Heute möchte ich was erleben mit dir, mit dir. Das halte ich besonders in unserer Situation für denkbar ungeeignet. Was heißt in unserer Situation? Wieso in unserer Situation? Du bist doch, wenn ich mich erinnere, solchen Situationen früher nicht aus dem Weg gegangen. Zwischen damals und heute liegen Ewigkeiten, Janine. Richtig. Die habe ich auch benötigt, um mich an deine Lebensauffassung zu gewöhnen. Das heißt meine Lebensauffassung? Dass meine Liebe jede Chance gibt. Und was sagt dein Baron dazu? Ja, der gibt der Liebe auch jede Chance. Ah, bravo. Ihr seid ja ein sehr schönes Paar. Das ist ja. Konstantin? Für dich. Für mich? Ach, danke. Hallo? Oh, Julien. Ach, wie reizend, dass du mich anrufst. Quatsch, Julien, hier spricht Dorchen. Ich finde gerade deinen Zettel, dass ich dich anrufen soll.
Sag mal, du bist bei Sergius. Hast du einen Sonnenstich? Habe ich Ihnen denn nicht gesagt, dass ich zu Herrn Konstantin gehe? Aber nein. Es handelt sich doch nur um eine Probe. Aber, Julien, denn Sie können wirklich unbesorgt sein. Ich bin enttäuscht, Geliebte. Maßlos enttäuscht, dass Sie am späten Abend zu fremden Männern auf die Bude gehen. Aber Schätzchen, warum bist du denn so aufgeregt? Aber man kann doch auch in einer Wohnung... Bitte spiel und sing ein paar Takte, der glaubt nicht, dass wir proben. Ich denke nicht daran. Nein, wirklich, es ist nur Herr Konstantin. Nein, das ist nicht der kleine Dicke, das ist der große Lad, der... Nein, der kleine Dicke ist der Barschini. Nein, der andere Herr. Na, also, erinnerst du dich endlich? Ja. Dunkel, ja, dunkel. Aber nein, der war bestimmt nicht gut aufgelegt damals. Was ist denn? Ich verbitte mir jede weitere Belästigung, Baron de Costa. Bitte Zimmer 211. Jawohl, gnädige Frau, ich verbinde mit Zimmer 211. Bitte, ich möchte dringend mit Fräulein Köstlin sprechen. Die finden Sie im Augenblick auf Zimmer 211. Auf 200. Dankeschön. Du, Dorchen, stell dir vor, jetzt bin ich ganz allein in seiner Wohnung. Ja, er hat getobt vor Eifersucht. Und dann ist er vor sich selbst davongelaufen. Das ist nicht himmlisch. Wunderbar. Na, der hat seinen Teil weg. Der wird dich das nächste Mal nicht mehr auf der Probe einfach stehen lassen. Also, herein. Also dann auch wieder... Wie? Otto? Na ja, ein völliger Versager mit Hang zu Staubsaugern. Ein Luftikus. Warum? Na ja, mit einem Zimmermädchen. Dem werde ich Bescheid sagen, dass ihm sein komischer Hut nicht mehr passt. Ich werde ihn ganz einfach an den Lift befördern. Ich weiß nicht, was du immer mit dem Lift hast. Herr Pfennig, ich vermisse Ihre Reife und Beständigkeit. Ja, damals war es eine Platzanweiserin, heute ist es ein Zimmermädchen und demnächst wahrscheinlich die Garderobenfrau. Sie ändern sich nicht mehr. Gehen Sie und schließen Sie die Tür. Hm, wieso? Ist es ja zu. Von außen. Ja, aber durch, ich begreife nicht. Ich sage nur Lift und Staubsauger. Staubs... Es geht... Oh... Ja, aber... Es geht. Moment. Moment. Du? Sag, was läutest du, wie verrückt, du Depp? Oh, verzeihung, gnädige Frau, aber ich dachte, mein Bruder wollte mich... Was? Das ist deine Schwester? Nicht nur. Ich bin sogar ihr Bruder. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke. Verzeihung, mein Herr Bruder hat natürlich prompt meinen Geburtstag vergessen. Hm. Aber wir haben im Gemeinschaftsraum eine kleine Geburtstagsfeier. Nur unter Kollegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit Otto kämen. Natürlich liebe ich Sie immer noch. Aber Sie, was macht Sie? Hat, wie wir alle wissen, Ihren Liebhaber im Hotel und macht trotzdem nachts fremden Herren Angebote, die man nur schamlos nennen kann. Telefonisch? Nein, sie war bei mir. Was, sie war bei dir in der Wohnung? Ja. Das war ja gar nicht vorgesehen. Hä? Ich bringe schon wieder in Ordnung. Ist sie noch immer bei dir in der Wohnung? Keine Ahnung. Na, ich werde sie schon finden. Und wie lange es auch dauert, du wartest auf mich im Savoy. Mit euch beiden könnte man Junge kriegen. Feuerzeug, Herr Baron. Danke. Autoschlüssel. Dankeschön. Und das Nähzeug. Weg damit. Es hat vollkommen versagt. Ganz weg oder nur für heute? Ich will es nicht mehr wiedersehen. Nie mehr, hörst du? Ja, fängt ein anderes Leben an. Ein ganz anderes, mein Lieber. Würden Herr Baron dann mir das Nähzeug überlassen? Genehmigt. Besten Dank, Herr Baron. Bitte. Übrigens, wenn jemand noch mehr fragen sollte, ich bin noch eine halbe Stunde unten in der Bar. Jawohl, Herr Baron. Wart auf mich einen Moment, ich ziehe mich nur schnell um. Soll ich dir vielleicht dabei helfen? Ich meine nur, damit es schneller geht. Denkste, du wartest auf mich am Lift. Am Lift? Was die mit dem Lift hat? Was? Oh, schick, Sie haben wohl was vor. Ja, und Sie? Noch nicht. Lassen Sie doch Ihren armen Knopf in Ruhe, der kann ja nichts dafür. Wollen Sie mitkommen? Wohin? Zu einer Geburtstagsfeier. Kann man denn das? Man kann.
Cognac. Mir auch. Guten Abend. Zwei Cognac. Sofort. Eine. Mir auch. Also doch zwei. So. Oh, hallo. Sehr zum Wohle, meine Herren. Noch einen. Mir auch. Auch Ärger gehabt? Auch ist gut. Das ist meine Sache. Drum, alles Liebe, alles Gute, alles Schön. Tausend Dank für die schöne Rede. Ich bin ganz gerührt. Danke für den Applaus. Das ist schön, dass ihr gekommen seid. Alles Gute. Ich habe euch auch die Plätze freigelassen. Bitte schön. Darf ich bitten? Danke sehr. Ja, Moment, Moment bitte. Links meine Schwester, rechts meine Dame. Nicht übertreiben. Hm. Otto. Ja? Hut runter. Vom Tisch. Ja, vom Tisch. Was heißt böse? Natürlich bin ich böse. Oder glauben Sie, ich würde sonst so scharfe Sachen trinken? Charlie, noch einen. Mir auch. Bin zwar nicht böse, dafür sehr bedrückt. Ich hatte einen denkbar schlechten Tag. Ach, ich glaube, Sie werden mich verstehen. Eine Dame macht es mir schrecklich schwer. Und das erzählen Sie ausgerechnet mir? Pikant? Pikant? Nein, im Gegenteil. Gar nicht pikant. Ich möchte eher sagen, majestätisch. Ich grüble schon die ganze Zeit darüber nach, wo der Gedankenfehler liegt. Aber zwischendurch haben Sie doch bestimmt mit ihr ein kleines Telefongespräch geführt, oder wird das bestritten? Ich habe lediglich heute früh ein Dienstgespräch bestritten. Ach, der Tag fing gleich sehr heiter an. Ich vermute, er wird aber nicht sehr heiter enden. Prost. Ärger gehabt? Meine Sache. Ich glaube, wir gehen hier lieber. Von meiner Geburtstagsfeier? Nein. Außerdem gibt's gleich noch eine Überraschung. Ja, das fürchte ich eben auch. Gefällt es Ihnen nicht? So dicht an meiner Seite? An mir haben Sie nur Freude gehabt. Aber ich nicht an Ihnen. An Frauen meine ich. Und hier beginnt die Tragik eines jeden Mannes, der um seiner selbst willen geliebt werden möchte. Sie verstehen? Vollkommen. Noch einen. Mir auch. Ich schätze Ihre Art, so tapfer mitzuhalten. Philipp, ich muss das Kompliment zurückgeben. Mindestens im Punkto Alkohol sind Sie ein starker Mann. Möchte Sie sogar trotz instinktiver starker Abneigung meiner besonderen Hochschätzung versichern? Das freut mich. Sehr zum Wohle, Herr Kammersänger. Singe auch ohne diesen Titel gut. Und vor allen Dingen niemals falsch. Niemals. Bitte. Großartig. Ich habe ihn aus seiner Wohnung vertrieben. Was Sie mit ihm gemacht haben, will ich wissen. Wieso? Ich habe ihm nur gesagt, dass ich mir während unserer Trennung seine Anschauungen über Liebe und Moral zu eigen gemacht habe. Doch nicht so schlimm. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, dass es für einen vielbegehrten Mann ein idealer Zustand ist, wenn eine Frau ihm gar nicht mehr sein will als nur Geliebte. Kann er sie nach Lust und Laune kommen lassen, nach Hause schicken? Letzten Endes biete ich ihm doch eigentlich nur das, was er damals vergeblich bei mir gesucht hat. Sie haben sich im Lauf der letzten Jahre sehr geändert. Während Sergius nicht nur zu einem großen Sänger, sondern auch zu einem Mann gereift ist, auf den sich jede Frau verlassen kann, sind Sie inzwischen das geworden, was er einmal war. Sagen Sie, was stört Sie daran so? Ich kann ihn ja auch heiraten. Lelem Bus. Möchte aber trotzdem nicht über meinen Ärger sprechen. Es handelt sich nämlich wirklich um eine Dame. Bitte, bitte halten wir das fest. Heißt das Sergius? Oh. Julien. Wollte dich eigentlich vorhin. Freue mich, dass ich das nicht getan habe. Ich freue mich auch. Für unser Geburtstagskind. Ein Männlein steht im Walde ganz stumm und still, weil es dir zum Geburtstag gratulieren will. Sagt, er mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Entschuldigung. Verzeih, liebe Hilla, aber der Dienst und ich allein. Du, das ist ein Wink des Schicksals. Wir springen ein. Aber nein, komm, mach doch keine Sachen. Ja, komm doch. So, hier auch.
Sie bleiben gleich hier. Sie auch. Wir machen die ganze Sache noch einmal, aber moderner, mit mehr Pfeffer. Nein, mit mehr Frische. Südamerikanisch, brasilianisch. Oh! Oh, yeah! Ein Männlein steht im Walde, Caramba, Bandito, Torero. Und hat von lauter Purpur, Mantilla, Sevilla, ole. Santa Fe, Bogota, Uruguay. Und der Rhythmus ist immer dabei. Bogota, Uruguay, Santa Fe. Und dazu trinkt man schwarzen Kaffee. Espresso. Uno doppio. Espresso. Mambo, Mambo, wie der Bombo Sambo. Ja, jetzt geht's los. Steht der kleine Mann noch im Wald. Ist der kleine Mann denn nicht kalt? No, es hat ja 21, 22, 23, 24. Reumir? Celsius? Fahrenheit. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Immer wieder. Männlein steht im Walde. Nein, ist mein ganzes Herz. Männlein steht im Walde. Ach, wie so trügerisch sind Weiberherzen. Männlein steht im Walde. Still und stumm. Hallo, Latten, besten Rhythmus, Baby, Obi, Oba. Oh, er ist ein Jazz-Fan aus Amerika. Männlein klein mit dem Duffelcoat. Mäntelein schön und purpurrot. Hey, Mama Riva! Ohne Mi, Fa, Sol, La, Si. Hier steht ein Männlein klein, ganz allein, mehr so gern zu sein. Und Bio, Babrib, 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 ob Männlein klein. Männlein steht im Wald. Ripperam, ripperam. Sag, wer mag das Männlein sein? Das da steht im Wald allein. Ist es der Kohlenmann? No. Milchmann? No. Der Gaskassier? No. Gerichtsvollzieher? Es ist ja ganz egal, er steht auf jeden Fall im Wald. Bitte, wissen Sie, woher Konstantin ist? Jawohl, Herr Direktor. Sie brauchen nur der Stimme nachzugehen. Er produziert sich gerade in der Bar. Danke. Denn du weißt ganz genau, wie ich. Ich liebe dich. Und du liebst mich, Prost, allerseits. Wie könnte das? Oh, hallo, herkomm mal, hier. Alle betrinken sein, denn ich bin dein. Und du bist mein. Prost, Kinder, Prost. Warum, sage doch, warum träumst du von den anderen? Warum, sag mir doch, warum träumst du nicht von mir? Mit dir sprechen. Warum, sag mir doch, warum? Ah, es ist sehr lustig, aber komm. Du wirst aber mitkommen. Ich wünsche überhaupt, dass zwischen Blutsbruder Julien und mir keinerlei Geheimnisse mehr bestehen. Bin mir Glück, mein Junge. Ja. Ich werde alles mit dir teilen. Ja. Freude und Leid. Ja, wenn dem so ist, dann kann ja Blutsbruder Julien ruhig erfahren, dass Janine noch immer zu Hause auf deiner Couch liegt und nicht vom Blutsbruder Julien, sondern von dir zum Standesamt geführt zu werden wünscht. Was sagen Sie zu der Tragödie, Baron? Ja, mein Lieber, da gibt's nur eins. Bitte folgen Sie mir zur Bar. An. Los! Darf ich mal bitten, mich kräftig anzuhauchen? Warum? Danke, genügt schon. Kommen Sie mit. Steigen Sie aus. Ja, ist ja reizend. Aber ich muss Ihnen leider sagen, ich habe ganz wenig Zeit. Ich bin nämlich sehr glücklich heute. Wirklich sehr glücklich. Ah, hier. Ja,
Dankeschön. Warum? Sag mir doch, warum? Da meldet sich niemand. Aha. Keine Ausweispapiere und dann Fehlanzeige beim Zeugenanruf. Unerhört. Verlange, dass sofort Savoy Hotel angerufen und Luz Bruder Julien hergerufen wird. Wie heißt der Herr? Baron Julien de Costa. Savoy Hotel, ach, bitte. Apfelbäumchen, Apfelbäumchen. Bitte noch eine Cognac. Bitte mir auch. Herr Baron, bitte ans Telefon. Was willst du denn jetzt am Telefon? Das Polizeirevier. Oh. Halt! Halt! Kommen Sie, kommen Sie. Steigen Sie mal aus. Oh, na, meine Herren. Bitte schön, wo ist Wache 37? Da sind Sie bei uns genau richtig. Ihre Papiere mal bitte. Was? Genau richtig? Das ist aber ein glücklicher Zufall. Da komme ich gleich mit. Baron de Costa zur Identifikation von Brutsbruder Konstantin zur Stelle. Sind Sie das wirklich, Herr Baron? Glauben bitte. Hege starken Zweifel. Na, dann kommen Sie mal mit. Ah, ist er da, Herr Junge, was? Hallo, Sergius, mein Jungchen, ich bin da. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Zwei Freunde wie wir, die sorgen dafür, dass Freundschaft ein Leben lang hält. Wir teilen die Freude, wir teilen das Leid. Und all unsere Wege, die gehen wir zu zweit. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier. Und sonst nirgendwo auf der Welt. Was sagen Sie da, Baron de Costa? Einen Moment, ich notiere. Wache 37. Nein, danke. Ich komme selbst. Herr Direktor. Da kommt oder kommt er nicht? Dicht. Das auch noch, mein Herz. Tenöre sind die Nägel zu meinem Sarge. Häftling Costa vorführen. Oh, Verzeihung, Exzellenz. Baron de Costa. Er wird natürlich freigelassen. Hier sind seine Papiere. Bitte, Herr Baron. Dankeschön. Danke. Ihre Papiere? Exzellenz. Ich musste Sie doch auslösen. Gehorsamsten Dank. Ja, wir können gehen. Oh, Exzellenz, ich habe noch einen Freund hier sitzen. Herr Direktor, er kommt. Vielen Dank. Los, Bruder. Adieu. Bühne frei, einleuchten. Gesamtes Personal auf seine Plätze. Maskenbildner zu Herrn Sergius in die Garderobe. Die Generalprobe kann beginnen. Aber trotzdem verstehe ich Ihren alkoholischen Exzess immer noch nicht. Warum haben Sie das getan? Ach, nur so. Aus Kummer. Ach, Sie können auch Kummer haben? Oh ja, aber sehr sogar manchmal. So, so. Bitte, Madame, Vorsicht. Und du liebst mich. Wie könnte es auch anders sein, denn ich bin dein. Und du
Schnellen Fußes bin ich hierher geeilt, um die letzten Grüße des Grafen und schnellen Fußes bin ich. Otto! Hier, nicht jetzt, schnellen Fußes. Otto, ich halte die Daumen, Otto. Ja, bitte halt nicht die Daumen, halt jetzt den Mund. Ich muss doch meinen Text wiederholen. Schnellen Fußes. Aber. Kein Aber, Dorchen. Jetzt im großen Augenblick meines Lebens. Otto Pfennig zum ersten Mal auf den Brettern, die Welt bedeuten. Schnell. Ich wollte dir doch auch nur sagen, dass ich dir Hals- und Beinbruch wünsche. So, ja, danke. Toi, toi, toi. Oh. Bin ich hierher geeilt, um die letzten Grüße des Grafen Feodor Fedorowitsch Sergei Waskrasinski zu überbringen. Er ist nicht mehr. Thank you.
das Glück mir ja so nah. Wenn du Jubel vertrinkst, wenn du von Seligkeit singst, auf mein Herz du entzinkst, und über Nacht ist die Liebe geforderte Geheimbericht über Baron de Costa. Unglaublich, auf wie simple Weise ein junger Mann, nur weil er gut gewachsen ist, zu diplomatischen Erfolgen kommen kann. Der Liebesattaché. Damit haben wir ihn. Verzeihung, können Sie mir sagen, wo ich Baron de Costa finde? Leider, ich habe keine Ahnung. Blutbruder Julien ist in besten Händen, da seid Sie ganz ohne Sorge. Herzlichen Dank! Er hat auch seine Schwierigkeiten im diplomatischen Dienst. Mein Schatz. Ich rufe dich an. Wiedersehen, Deutschen. Wiedersehen. Ich hatte gehofft, Ihnen diese Geheimberichte heute noch vorlegen zu können. Sie befinden sich zwar schon seit Stunden in meinem Besitz, da ich den Inhalt nachprüfen musste, aber sie sind immer noch aktuell. Ich komme heute nicht mehr ins Amt. Ich bin mit Baron de Costa im Savoy verabredet. Legen Sie mir die Mappe bitte auf meinen Schreibtisch. Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass Sie diese Berichte noch vor der Zusammenkunft mit Baron de Costa zur Kenntnis nehmen, Exzellenz. Wozu? Sie kennen doch meinen Standpunkt. Ich bilde mir mein Urteil am liebsten selbst. Danke. Schnell, Jane. Bitte? Sehr apart. Ob man damit auch tanzen kann, Jane? Oder ob man zum Standesamt vielleicht doch lieber was Unauffälligeres anzieht? Also wenn ich jemals in die Verlegenheit kommen würde, ich würde Holzpantoffeln anziehen. Warum? Damit der Liebling gleich weiß, unter was er bei mir gerät. Na, du wirst es auch noch billiger geben. Gute Nacht. Nacht. Zimmer 211, bitte. Für mich und alle Leute freuen sich. Heute wird mein Herz voll lauter Glück. Zerspringen. Heute ist die Welt so wunderschön, ich kann den blauen Himmel sehen. Heute fängt ein neues Leben an, so wie im Roman. Alle Blumen blühen, was ist nur geschehen? Tausend Melodien, die singen und klingen so schön. Oh, was ist? Mein Schuh. War das etwa meine Schuld? Stimmt nicht. Bitte. Darf ich? Das geht nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Wenn Exzellenz mir den anderen Schuh auch anvertrauen würden? Was, beide? Ich glaube, es lässt sich nicht umgehen. Ist aber sehr unangenehm. Dauert nur 2 Minuten. Größe 36? 37. Okay. Danke vielmals. Wirklich sehr liebenswürdig. Das Übrige werde ich mit Herrn Larange persönlich erledigen. Ja. Genügt es, wenn die Reparatur morgen in aller Frühe gemacht wird, Herr Baron? Ja, selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. Das ist mir noch nie passiert, dass ich in fremden Schuhen nach Hause fahren muss. Und die passen auch noch wunderbar. Das haben Sie wirklich großartig gemacht. Was ist denn? Ach, nichts. Sie können doch wirklich froh sein.
Sie haben doch so viel Glück in Ihrem Beruf. Ich habe meinen Beruf noch nie so gehasst wie heute. Das verstehe ich nicht. Sie werden morgen, das ist ja schon heute, einen ganz großen Erfolg haben. Bitte erinnern Sie mich nicht an meine Mission. Aber ich weiß es ganz genau, aus allererster Quelle. Mary, ich wollte Ihnen heute etwas sagen. Nein, ich darf es einfach nicht. Ich weiß doch, was du mir sagen willst. Deswegen ist es schon so weit? Guten Morgen, Herr Konstantin. Ich kann Sie aber jetzt keinesfalls hineinlassen. Bitte in 5 Minuten in der Halle, ja? Doch, jetzt sei nicht komisch. Ich habe schon öfter in meinem Leben... Aber nicht am Hochzeitsmorgen. Als also Ihr bekundeter Wille ist, in den Stand der Ehe zu treten, und nachdem auch die Zeugen bereit sind, diesen Willen der Ihnen persönlich bekannten Janine Greta Silvia Rocca und des Sergius James Winston Konstantin durch eigenhändige Unterschrift zu bestätigen, vollziehe ich nunmehr diesen Trauungsakt Kraft meines Amtes und bitte Sie, die feierliche Zeremonie in der Reihenfolge des Aufrufs durch Ihre Unterschrift zu bekunden. Darf ich bitten, Herr Sergius James Winston Konstantin? Nein. Nein. Ich bin ja nicht wahnsinnig geworden. Denke ja gar nicht dran. Niemals! Na, ich danke. Na, es musste ja so kommen. Sie kommen! Eine tolle Hochzeit! Meinen herzlichen Glückwunsch! Was ist denn los? Die Hochzeit ist geplatzt. Nein. Das hat dein feiner Herr Konstantin auf dem Standesamt auch gesagt. Ja, hat er gesagt? Nein, hat er gesagt. Ja. Und damit du erst gar nicht in die Verlegenheit kommst, ist es aus mit unserer Liebe. Schluss! Ja, aber Dorchen, ich bitte dich. Bitte nimm doch wenigstens die Blumen, Dorchen.
Aus der Traum. Ja, bitte? Aus der Traum. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich mich nicht düpieren lasse. Dass man sowas mit mir nicht machen kann. Dass Janine nicht glauben soll, sie kann mich schon vor der Hochzeit straflos hintergehen. Na, woher weißt du, dass sie dich hintergeht? Woher? Weil die Schuhe, in denen sie sich mit mir trauen lassen wollte, eine Stunde vorher neben denen des Baron de Costa vor dessen Zimmer gestanden haben. Jetzt weiß ich auch, warum ich nicht in ihr Zimmer hinein sollte. Warum ich unten in der Halle warten musste. Herein. Lassen Sie uns herein. Bitte. Wo waren Sie in der letzten Nacht? Ja. Sie brauchen es mir erst gar nicht zu gestehen. Ihre Schuhe, die vor der Tür des Baron gestanden haben, wurden Ihnen zum Verhängnis. Konstantin hat sie dort gesehen und deshalb Nein gesagt, weil Sie die Geschmacklosigkeit besaßen, mit den gleichen Schuhen auf dem Standesamt zu erscheinen. Was sagen Sie denn? Und weigert sich noch obendrein, mit Ihnen aufzutreten, also diese Nacht kostet mich ein Vermögen. Ich muss Sie leider bitten, sofort mein Zimmer zu verlassen. Und dann? In längstens einer Stunde haben Sie den Beweis, dass Ihr Verdacht und der von Sergius vollkommen absurd ist. Na gut, eine Stunde will ich noch warten unten in der Halle. Aber länger nicht. Ja? Was gibt's denn? Wie kommen Sie zu diesen Schuhen? Janine! Bitte helfen Sie mir. Es hat eben wegen dieser gleichen Schuhe das entsetzlichste Missverständnis gegeben. Bitte kommen Sie mit mir hinunter in die Halle und erklären Sie Herrn Direktor Bargeny, wie diese Schuhe vor Ihre Tür kommen. Gewiss, sehr gerne. Moment! Das geht ja nicht. Ich muss erst telefonieren. Na ja, na bitte, ne? Nein, das geht auch nicht. Es würde diplomatische Verwicklungen geben, Janine. Was? Sagen Sie doch gleich, Sie wollen nicht. Janine! Baron de Costa. Guten Morgen. Ach, meine Schuhe. Danke. Stell dir vor, wegen dieser Schuhe hat es heute Morgen bereits ein Trauerspiel gegeben. Sie standen offenbar durch die Ungeschicklichkeit eines Hotelangestellten stundenlang vor meiner Zimmertür. Dort hat sie ja Konstantin gesehen und für die Schuhe seiner Braut gehalten. Eine halbe Stunde später auf dem Standesamt hat er natürlich Nein gesagt. Und nun... Und Sie haben den Irrtum nicht sofort aufgeklärt? Das war doch unmöglich. Ich konnte doch nicht sagen, dass... Sicher konnten Sie das. Aber vielleicht lag Ihnen nichts daran. Vielleicht gehört die angewandte Diskretion in diesem Falle zu der Taktik, mit der Sie auch hier Erfolg zu erzielen erhofften, Herr Liebesattaché. Darf ich fragen, was dieser Ausdruck? Baron de Costa trägt diese Bezeichnung in Kreisen Eingeweihter bereits seit Jahren. Man spricht ganz offen darüber, dass er seine politischen und wirtschaftlichen Erfolge oft unter Einsatz seiner körperlichen Vorzüge zu erzielen weiß und dass sich die Regierung seines Landes keinen erfolgreicheren, jedoch auch keinen skrupelloseren Vertreter ihrer Auslandsinteressen wünschen kann. Hat man Ihnen mit dieser Charakterisierung Unrecht getan, Baron? Ihr Geheimdienst arbeitet exakt und fehlerfrei. Mein Kompliment. Soll das heißen, dass Sie auch hier politischer Ziele wegen ein Abenteuer gesucht haben? Ja, das war meine Absicht. Bevor ich Sie kennenlernte, Marilyn. Ich war entschlossen, Sie in ein Abenteuer zu verstricken und meine Chance wahrzunehmen. In Ihren Akten dürfte übrigens auch stehen, dass mir das früher oft und gut gelang. Ich bin dafür belohnt, befördert und mit Orden ausgezeichnet worden. Hätte ich auch diesmal meinen Auftrag zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten erfüllt, wäre ich Gesandter meines Landes geworden. Aber diesmal, ich habe heute meine Regierung gebeten, mich aus dem diplomatischen Dienst zu entlassen. Ja. Die Orden gebe ich auch zurück. Jetzt müssen wir aber die verunglückte Hochzeit retten. Was gibt's, Buske? Der Herr Direktor erwartet Sie schon. Bitte. Herr Direktor, Herr Konstantin, bitte. Du hast mich rufen lassen? Aber ich möchte dich sofort bitten, der Dame neben dir zu sagen, dass jeder Versöhnungsversuch...
Verzeihung, Exzellenz. Schau nur, du bist nicht betrunken. Gianni. Ich habe mich ja so dumm genommen. Von Tenören ist das mitunter zu erwarten. Von Diplomaten auch. Womit ich mir erlaube, die Herrschaften zu unserer Premiere herzlich einzuladen. Zu Frau Rocker. Aber jetzt doch nicht. Ist doch Vorstellung. Warum, sag mir doch warum, träumst du von den anderen? Warum, sag mir doch warum, träumst du nicht von mir? Warum ist dein Herz so dumm und will immer wandern? Warum ist dein Herz so dumm und bleibt nicht bei mir? Denn du weißt ganz genau, wie ich liebe dich. Und du liebst mich. Wie könnte es auch anders sein, denn ich bin dein. Und du bist mein. Warum, sag mir doch warum, träumst du von den anderen? Warum träumst du nicht von mir? Warum? Warum? Stellen Fußes bin ich hierher geeilt, um die letzten Grüße. Otto! Ach, Dorchen, immer an derselben Stelle. Otto, ich wollte doch nur um Entschuldigung bitten und wollte fragen, ob du noch böse bist. Ach, im Gegenteil, halt mal. Ich wollte dir etwas zeigen, ob es dir gefällt. Zwei Mundharmonikas und der Ton hat aufeinander abgestimmt, mit Gravierung. Otto Pfennig, Dora. Um die letzten Grüße des Grafen Feodor Fedorowitsch Sergejewas Krasinski zu übermitteln. Er ist nicht mehr. Du, das hat der Pierre aber großartig gemacht. Mhm. Er hat dich richtig gerettet. Ja. So. Du, ich bin so nervös, ich kann es dir gar nicht sagen. Warum denn? Schau mich an. Bin die Ruhe selbst. Biba, biba, butzeba, das immer wieder wunderbar. Ob Sonnenschein oder Wolken hoch, es kriegt vom Tanze nie genug. Was auch geschieht, es dreht sich mit. Mit ist nur Rhythmus und Musik. Sie haben mich gerechnet. Ausgezeichnet. Schnell. Mütze? Fertig. Handschuhe. Danke. So, kommen Sie mit? Nein. Sie schon. Wenn der Himmel mal grau ist und die Stimmung sehr flau ist, kommt zum Freund, der es ehrlich meint, und die Sonne, sie scheint. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst irgendwo auf Welt. Zwei Freunde wie wir, die sorgen dafür, dass Freundschaft ein Leben lang hält.
zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Zwei Freunde wie wir, die sorgen dafür, dass Freundschaft ein Leben lang hält. Wir teilen die Freude, wir teilen das Leid und all unsere Wege, die gehen wir zur Zeit. Zwei Freunde wie wir, die gibt es nur hier und sonst nirgendwo auf der Welt. Das Glück mir ja.